Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Mega Aquarium. So, wir spielen jetzt Elmshorn. Ein privater Sammler möchte ganz aus dem Nichts ein öffentliches Aquarium aus dem Boden stampfen. Und sie sollen diesen Traum wahr werden lassen. Der Sammler hat bereits ein großes Becken installiert, das als Herzstück des Aquariums fungiert. Der Rest liegt völlig in ihrer Hand. Kümmern Sie sich darum, dass das Aquarium seine Pforten öffnen kann. Okay. Oh, das ist aber ein tiefes Becken, okay. Bad 100. Wir müssen 5 unterschiedliche Tiere haben. In dem Herzstück. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Wir haben ja nur ein paar. Also wir brauchen auf jeden Fall davon brauchen wir 4. 1, 2, 3, 4. Das kriegen wir schon mal hin. Dann brauchen wir, das ist ein Feigling, das ist die Größe, den können wir sowieso nehmen. Der braucht eine Höhle. Da machen wir mal 2 von rein, oder 3. Erstmal. Der braucht eine Höhle. Wobei ich da auch nicht das Problem sehe, der braucht aber auch 4. 2, 3, 4. Rauberhöhlen, ne? Das kriegen wir hin. Dann nehmen wir uns einfach so einen felsigen Überstand. So. Haben wir 3. Fuchsgesicht können wir nicht reinmachen. Den könnten wir reinmachen. Da müssen wir aufpassen. Der. Ne, das war der nicht. Der frisst die. Genau. Ach, Krebstiere. Da frisst gar keiner an Fische. Ja, aber der frisst Fische. Da kann ich mal nur einen von reintun. Von denen. Da brauchen wir aber auch noch Pflänzchen, das ist klar. Fuchsgesicht können wir nicht. Den könnten wir noch nehmen. Da können wir auch noch 2 von reinsetzen. So, das haben wir. Gut, wir müssen jetzt noch die Wasserqualität, was jetzt blöd ist. Das ist blöd. Dieses so für die. Den Halsband, den muss ich wieder da raus tun. So. Wir brauchen welche, die 55er haben. Was ist mit denen? Frisst einer Krebse? Steinkorallen, Muscheln, Gorgonien? Nein. Nö. Können wir den eigentlich mit rein tun? Wobei jetzt wieder das Wasser zu niedrig ist. Nee, können wir auch nicht machen. Da müssen wir den. Ja, wir können ja den nehmen. Fällt mir gerade mal so ein. Und der Krebs auch wieder raus. Dann nehmen wir einfach den hier. So. Ein bisschen Seetang da rein. Sieht immer cool aus. Noch ein bisschen Seegras da rein. So. Und ja. Noch so eine Schnecke. Vielleicht noch so eine Muschel. Was hat überhaupt für ein Aussehen? Pazifik. Okay. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir noch ein paar Becken machen. Da bin ich gerade überlegen, wie wir das machen. Oder wie wir das aufbauen. Ich würde sagen, wir erweitern hier mal eben. So ein bisschen. Das Problem ist halt, so ein Beobachtungsbecken, die sind halt relativ teuer. War relativ cool. Machen wir noch ein bisschen weiter. Das steht mir zu nah.
Das passt auch nicht. Oh. Würde ich das haben. So muss das. Da würde ich vielleicht noch sogar sagen, hier so ungefähr. So, dann würde ich da eine Wand hinziehen. Hier. Und hier. Dann würde ich da auf jeden Fall eine Personaltür reinmachen. Dann können wir hier auch so eine Plattform drauf machen. Dann machen wir halt genauso wie da. Das sieht relativ cool aus, finde ich. Da ist die Personaltür, genau. Was? Da kommt die Personaltür rein. Und ja, und da machen wir jetzt auch im Prinzip auch Fische rein. Da würde ich aber tatsächlich gucken, dass wir da höher kommen. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Wir haben die kraftvolle Kombi. Die ja da wahrscheinlich auch steht. Aber ich würde gerne andere Fische reinmachen. Wie zum Beispiel, den haben wir noch. Doch, den haben wir wohl. Aber hier so Fuchsgesicht zum Beispiel. Aber der Fuchsgesicht, den kann ich mit anderen. Das heißt, ich könnte da nur den reinmachen. Da brauche ich ein anderes Becken für. Der... Den können wir auf jeden Fall schon mal reinsetzen. 4 Stück. Auf jeden Fall. Den haben wir hier oben, glaube ich, drin. Oder? Den haben wir da oben drin. Den würde ich aber da vielleicht auch noch reinsetzen. Einfach so. Weil wir davon dann auch noch einen haben. Umso mehr, umso besser. Die Moräne würde ich da vielleicht reinsetzen. 2 Stück. Oder 3 sogar. Ach, Becken schon voll. Das ist doch so ein großes, oder? Warum ist das kleiner wie das? So ein tiefes Beobachtungsbecken. Gibt es da verschiedene? Ne, das ist so ein normales. Achso, das kann ich gar nicht bauen, da Tiefe. Okay. Verdammt! So, dann brauchen wir jetzt ein paar Sachen. Wir müssen da auf jeden Fall noch was reinbauen, wie zum Beispiel... Das ist sowieso, das ist größer, fällt mir gerade mal so auf. Aber da habe ich da nur eine Moräne drin, das ist doof. Dann muss ich tatsächlich noch einen von den Fischis da rausholen. Weil ich will 2 Moränen haben. Problem ist natürlich, ich glaube, der wird dann zu klein sein. Deswegen würde ich fast sagen, wir holen den Barsch auch noch raus. So, weil sonst wird er zu klein. So, dann hauen wir da jetzt erstmal so ein Fels hin. So, dann haben wir das auf jeden Fall. Dann hauen wir da noch ein bisschen Seetang rein. Achso, benötigt ein tiefes Becken. Okay. Haben wir gerade nicht. Auch noch ein bisschen Seegras da rein. Hier so eine Mupfel noch. Und so eine Mupfel. So, jetzt müssen wir natürlich noch das Essen haben. Ich würde sagen, wir stellen auf allen... Noch nicht genug Kohle. Toll. Verdammt. Dann öffnen wir erstmal. Kuriose Korallen. Der Sammler möchte mit ihrer Hilfe die wahnsinnig spannenden Welten der Korallen erkunden. Ihr nächstes Ziel besteht darin, die Scheibenanemone freizuschalten und eine ihrem Aquarium hinzuzufügen. Sie sollten ihr Aquarium erweitern und die Ökologie und Wissenschaftseinkommen erhöhen. Schließlich bedeuten mehr Becken und mehr Tiere mehr Einkommen. Behalten Sie außerdem Ihre Profite im Auge. Okay. Wir müssen jetzt erstmal Geld kriegen. Haben wir. Und dann machen wir die Scheibenanemone doch mal. Und wir haben hier den Eiweißabschäumer, okay. Den brauchen wir bestimmt auch noch später. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Futtersachen hinstellen. Und das ist Blödsinn, was ich da gerade mache.
Muscheln und ich würde sagen, das andere stellen wir auch direkt dahin. Das Orangene. Und dann stellen wir ja auch direkt noch die Werkzeugstation. Ne, Blödsinn, können wir gar nicht. Die können wir hier hinstellen. Ich würde sagen sogar zwei direkt. Wir müssen auf jeden Fall noch zwei anwerben. So, wir brauchen da auch noch was. Einmal grün, einmal orange. So. Damit haben wir schon mal die ersten Sachen fertig. Dann schauen wir mal, dass es weitergeht. Über den Besenstand brauchen wir noch. Oh, direkt zwei Stück. Und dann bauen wir noch direkt mal ein paar Bänke hin. Ah, können wir nicht dazwischen. Warum nicht? Da geht's, weißt du? So. So, kriegen wir noch zwei Getränkautomaten fertig. Ausreichend Beleuchtung schalten sie ja so. So, das Problem ist, ich würde natürlich jetzt gerne das nächste Becken bauen. Das wäre theoretisch ein Wandbecken. Oder ein Beobachtungsbecken auch. Obwohl das Becken richtig geil ist, da passt richtig viel rein. Theoretisch kann man hier und hätte ich hier eine Wand ziehen können, hätte den Filter hinstellen können, also eine Pumpe, und hätte das erweitern können um einiges. Da hätte ich da richtig viele Sachen reinmachen können. Aber so geht's auch erstmal. Und das sieht ja auch noch gut aus, also. Ist ja jetzt noch nichts Schlimmes. So, pass mal auf. Dann kann ich hier, mache ich jetzt mal das neue Becken rein. Und da rennt schon direkt, ach ne, das ist ein Mitarbeiter. Und dann will ich nichts sagen. Da machen wir direkt das nächste Becken ready. Und da wenn wir gerade eigentlich, kann das Ding ja eigentlich abreißen hier. Oder brauche ich jetzt tatsächlich nicht. So, was fehlt mir denn jetzt noch? Mir fehlt im Endeffekt das Fuchsgesicht noch. Das habe ich immer noch nicht. Ich glaube, den packe ich hier rein. 7. Das wächst ja nicht. Oder eher. Machen wir hier mal 4 Stück rein. Dann haben wir die Wasserqualität zu niedrig. Das kriegen wir aber hin. Da machen wir einfach einen kraftvollen Filter hier nehmen. Und ab geht's. Und dann können wir hier noch ein bisschen was reinbauen und ab geht's. Ein bisschen Gras. Ein bisschen ein paar Felsen. So, 2 Stück. Dann hauen wir hier noch direkt mal so einen fetten Anker noch rein. Und ein paar Mupfeln. So, dann haben wir da das Fuchsgesicht drin. Oder den. Da haben wir die Moränen und die Halsbandfalterbarsch, glaube ich, drin, heißen die.
Hier haben wir 5 verschiedene Fische drin. Das ist cool. Da ist ja sogar der Böse drin hier. Da. Was schwimmt da? Aber das sollte passen, tatsächlich. Und ich glaube tatsächlich, ich werde noch einen anwerben. So, haben wir jetzt noch Fische, die wir noch nicht haben? Ja, die Krebse. Tatsächlich. Die haben wir, glaube ich. Ja, die haben wir. Die haben wir, 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 den haben wir, den haben wir. Also nur die Krebse eigentlich. Ich bin überlegen, ob ich die Becken weiterbauen soll. Das sieht relativ cool aus, finde ich. Meiner Meinung nach. Obwohl das auch, das sieht natürlich richtig geil aus der Tiefe. Aber das kann ich leider auch noch nicht bauen, das finde ich frech. Die Scheibenanemone ist gleich fertig, da müssen wir jetzt mal gucken, was die kann. Da warten wir mal eben ab. Dann haben wir gleich ready. Und wir haben die Scheibenanemone. Die ist hier fürs alle 2 Tage Zooplankton. Weichkoralle gilt das, okay. Benötigt Licht. So, was für schon erforschen wir denn als nächstes? Gegen Artverwandte. Okay. Das ist der Fiesling, der frisst Seesterne. Ein Verteidigungsmechanismus. Das ist ein Pantherfisch. Fisch mit Größe 2 oder weniger. Okay. Pantherfisch, der sieht natürlich auch gut aus. Der wächst sogar. Ich forsche mal den Pantherfisch. Komm. Die meisten Korallen einschließlich Scheibenanemone brauchen neben ihrer Nahrung nicht Licht. Sie müssen neben Becken, das Korallen enthält, ein Licht hinzufügen. Sie kosten das Licht proportional. Kleine Blicken, okay. Ja, okay. Dann werden wir doch mal da angehen, ne? Wir haben eine Nachricht. Beckenlicht, achso, das ist das, okay. Ne, wir haben eine andere. Seebomben ist gewachsen. So, dann pass mal ab. Dann werden wir hier mal wieder abreißen und ein Becken hinzufügen. Außer. So. Die Frage ist, wie funktioniert das? Einfaches Licht. Muss man dabei... Ach, da kann man noch reinstellen, oder? Ah. So geht's. Sehr schön. Dann wollen wir hier wieder die Kombis hinstellen. Und dann kommen da die Anemonen rein. Da sind sie. Die haben keine... Haben die keine Größe? Ach so. Also so viele reinstellen, wie du willst, oder? Die brauchen Zooplankton. Da wollen wir doch mal was hinstellen. So. Wir haben Zooplankton. Oh, ein bisschen vielleicht ein paar Pflänzchen da rein. Machen wir vielleicht noch ein bisschen ein paar Felsen da rein. Da lieben ja Korallen. Und dann hauen wir noch eine Muschel rein, weil wir können. So. Anemonen sind Korallen, ja. Stimmt. So, das gibt mehr Wissenschaft. Das ist gut. So, wir haben keine Kohle mehr. Das ist auch schön. Läuft. Was ist denn jetzt ausreichend Beleuchtung? Ist doch, oder nicht? Achso, wir brauchen einen Eiweißabschäumer noch. Wir kriegen wieder Geld, das ist gut.
Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Mega-Aquarium. Tschüss singen.